Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Sky Block 3. Folge 3. Und wir wollen heute auf jeden Fall den Kabelgenerator bauen. Ich habe zwar noch ein bisschen Kabelstone gemacht, dass ich nochmal die Plattform erweitern könnte, falls ich müsste. Baum habe ich gefällt, das kann erstmal so bleiben. So, ich habe mir jetzt selber gedacht, wenn ich jetzt schon den Kabelgenerator mache, zuerst habe ich gesagt, ich mache den da vorne. Aber dann ist mir eingefallen, wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann mache ich auch bitte gleich den großen. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen Platz. Also macht man auch richtig. So. Ich muss jetzt nur dran denken. Ich habe auf jeden Fall in der Mitte habe ich einen Cobblestone, also habe ich Lava Block. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das so ausschaut. Ich habe jetzt dann hier meinen Lava Block. Dann gehe dann hier, soll dann der Cobblestone entstehen. Das heißt, der muss weg. Kommt dahin, kommt dahin, kommt dahin, kommt dahin. Schauen wir mal, ob wir das alles hinkriegen. Ich weiß noch nicht, gar nicht mal, wie ich das Wasser überhaupt in den Eimer kriege. Apropos Eimer. Genau, den machen wir auch gleich. Und zwar, da haben wir ja Agricraft dabei. 1, 2. Die reichen mir schon mal. Den stelle ich jetzt mal hier hin. So, da haben wir jetzt schon mal für 16.000 Eimer was. Ah, okay. Der da oben hat nichts gemerkt, aber der unten merkt, dass da was drin ist. Aber leider nicht so viel wie das ist. So, habe ich nicht. Nein, ich habe nicht. Das heißt, wir machen jetzt als erstes mal unseren Clay-Eimer. Den schmeißen wir rein. Und 6 Sticks. Dann haben wir schon mal das. Jawohl. So. Kriege ich da jetzt was raus oder nicht? Nein, ich kriege da nichts raus. Dann heißt es jetzt, also von den 2000 ja, vielleicht magern nicht, ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt auch die richtige genommen habe. Ja. So, das sind jetzt nochmal 700. Da kommt halt nicht so viel an. Merke ich gerade. Natürlich nicht gerade gut. Könnte es natürlich sein, dass ich das halt anders machen können. Ist auch egal. So, wir brauchen auf jeden Fall nochmal Schnee. Weil wir brauchen Wasser. Ich sehe das zwar jetzt kommen, dass es dann, wenn ich das Wasser habe, 1000 oder beziehungsweise ich bräuchte 2000. Dass es dann das Regnen anfängt. Das wäre jetzt mal wieder typisch ich. Dann kommen jetzt mal die Fackel da weg. Neunhundert.
Ich schaue jetzt mal, ob es vielleicht auch mit der Pistole geht, dass man. Da vielleicht sogar. Na komm. Ein Eimer voll kriegt? Leider nein. So, wir sind jetzt bei 1048. So, irgendwie hat er noch Probleme. Ja, weil das sind 800, das sind 808, das sind 800, das sind 792. Als hätte er nicht geschnallt, dass ich den vollgefüllt habe. Aber steht ja auch dort, dass der in der Alpha ist. Ich weiß noch nicht, ob er in 1.12 released wurde. Jemals. Wir werden es feststellen. So, was wir auf jeden Fall machen, ist wir werden weiter das erstmal Wasser herstellen. So, okay. Also, das haben wir schon. Also das heißt, da soll Cobblestone entstehen. Das heißt, hier muss es auch runter. So, und dann heißt es jetzt hier, haben wir unser erstes Wasser. So, das machen wir jetzt weg. Weil ich brauche sozusagen auch noch eine unendliche Wasserquelle. Aber die unendliche Wasserquelle, die könnte ich eigentlich in Holz betten. Wäre nicht mal so schlimm. Ich weiß nur nicht, ob mir das reicht hier. Eigentlich fast. Ja, weil du kommst jetzt, da kommt es dann das Wasser hin. Ja, ich weiß, ich mache jetzt Steine, um das Ding. Also, wie gesagt, es geht auch mit Holz. Das ist kein Ding, sowas auch aus Holz zu machen. Aber ich will das Ding jetzt nicht aus Holz bauen, dass ich es dann abreiße und dann nochmal aus Stein baue. Und ihr kennt mich, ich mache das. So, das heißt jetzt hier und hier kommt das hin. Dann habe ich schon mal zwei. Dann habe ich hier drei. So, und das heißt jetzt, man muss jetzt noch schauen, dass ich noch mal genügend Wasser zusammenkriege, damit ich den die unendliche Wasserquelle vollkriege. Und ich hätte mal gesagt, wir machen das jetzt dreierweise. So, wir haben 1000. So, unendliche Wasserquelle ist da. Das heißt, du kommst rein. Du kommst rein. Und du kommst rein. Und jetzt machen wir noch das Letzte, dass wir den Hintern auch noch voll kriegen. Ja, dass wir den Hintern voll kriegen, genau.
Brauche ich nur die Tür aufmachen, kriege ich Hintern voll. Bin ich mir ziemlich sicher. So, das heißt, die restlichen 12 Steine. So, das heißt, da kommt das Wasser rein. Ich brauche jetzt noch genau einen. Dann ist das eigentlich alles voll. So, und eigentlich dürfte es nicht reinfließen in die Mitte. Das war der Fehler, den ich meistens mache. Immer einen nach unten noch mitmachen. Also den hier. Sonst hat man Obsidian. Das will man nicht. So, okay. Und dann haben wir das alles. Und jetzt brauche ich noch mal ein bisschen Dirt. So, einen auf jeden Fall. Mach's mal rein. Und ich mache mal noch mal einen zweiten. Ich jetzt nicht rein. Ah, okay. Alles klar. War ganz gut. Man muss alles testen. So, in der Zwischenzeit kann ich mal was Sinnvolles machen, weil das riecht mich schon die ganze Zeit auf. Und zwar, ich brauche mal nochmal Kisten. So, und ich nehme jetzt, genau, machen wir es jetzt mal andersrum. So, und ich habe jetzt meinen ersten Drawer. Schmeiße ich nämlich gleich mal daher und schmeißen auch gleich mal das ganze Holz da rein. So. Ganz gut. Dann haben wir unsere Erde. Stellen wir jetzt auch gleich hin. So, was ich jetzt auf jeden Fall mal mache. Ich muss da auf jeden Fall zwei Eimer drin haben. Über 2000 drin haben. Wohl. Ich habe, glaube ich, noch mal. Genau, dich stelle ich hier hin. Du bist jetzt ein Einzelner. Weil da funktioniert es nämlich auch. Ich sage, der Vorteil ist halt auch, der kann halt auch Regen fangen. Ich weiß jetzt. Hallo Knopf. So, warum mache ich das jetzt? Genau, weil ich jetzt ja nochmal Wasser brauche. Ich brauche nochmal Wasser zum Impfen. Wenn er mir jetzt nämlich alle drei wegzieht. Hat er Gott sei Dank nicht gemacht. So, wir machen Erde draus. Wir machen Clay draus. Wir brauchen 7 Stück und Charcoal habe ich auch ein bisschen gemacht, dass wir die auch herstellen können. So, dieses Ding hat auf jeden Fall einen Vorteil. Ich kann es dann euch mal, kann es dann mal schnell einen abdrehen. Mich dann da hinstellen. Ich drehe den auch sogar ab. Da
keinen Bock drauf, dass das gleich in die Binsen geht. Weil ich mal wieder an irgendwas nicht gedacht habe. Aber er dürfte normalerweise nicht drüber fließen. So, dann habe ich auf jeden Fall schon mal hier eine Fackel. Dann stelle ich die auch schon mal hier hin. Wir warten auf den letzten Brick. Und wir haben den Crucible. Den stellen wir schon mal auf. Haben die Quest auch schon abgeschlossen. Oh, ich habe einen ultimativen Gastank bekommen. Cool. Das ist mal ein vernünftiger Loot. Er angelt noch. Okay. So, und jetzt habe ich ja diesen Blaze Powder Block. Den nehme ich jetzt und ich glaube, ich muss den reinwerfen. Genau. So, und jetzt baut sich. War halt noch ein paar. Drake stellt sich wieder an. Ja, und jetzt sieht man sich, dass da als Lava hochmarschiert. Bis auf 1000 Millibuckets. Das ist sozusagen so ein Blaze-Block macht das. Das ist super. Das brauchen wir nämlich gleich. Dann haben wir nämlich auch gleich unseren. Unsere 1000 Millibuckets. Und dann hoffe ich, dass das Ding da hinten funktioniert. So, apropos da hinten. Ich sehe gerade wieder, meine Hungerleiste ist halb leer. Wenn ich schon was zum Essen einstecken habe, dann verwende ich es auch so. Die 1000 Millibuckets, das heißt, mein Eimer geht jetzt gleich drauf. So, aber. Und wenn ich jetzt hingehe. Dann ärgere ich mich jetzt. Hätte ich denn noch einen weiter wegmachen müssen? Das ist mal, ja, schön gelaufen. Ich glaube, ich hätte einen weiter weggehen müssen. Ja, ja, ja. Der war mal wieder clever. Den kann ich nicht aufmachen. Den kann ich wegmachen. Ja, wenigstens schon mal der Regen da, den wo ich schon Ehre erwartet habe. So, Gott sei Dank. So, brennen wir mal den Eimer. Ich mach den halt nie kaputt. Das dauert jetzt ewig, den wegzuhauen. Freu mich. Und Dummheit muss bestraft werden. Klopfen wir weg. Ja, ich muss dahin. Sonst muss ich das ganze Ding wieder umbauen. Am besten kommt jetzt von irgendwas von hinten, hoppelt mich an und schubst mich weg. Würde es noch passen. Ach ja. Ist doch schön. Ja, aber ich habe gemeint.
jetzt gemeint, ne? Das war schon so. Kann, ja. Aber ich habe auch die Befürchtung gehabt. Darum habe ich den Stein ja auch hingebaut. Ja, ich glaube, man lässt nämlich auch die Lava um einen Block fließen. Ich hoffe, dass das nicht, je länger das klopft, umso länger dass das dauert. Wäre traurig. Aber ich habe gemeint, ich habe das letzte Mal auch so gemacht. Ja. Ja, habe ich. Aber das Loch, ja, ich hab's mir gerade im Kopf so durchgerechnet. Ja, der ist einen zu weit vorne gewesen. Der Stein. Ja, also wir haben schon 50%. Er hat auch nur 2 Minuten gedauert. Also in den nächsten 2 Minuten haben wir noch was zu tun. Genau. Ja, was kann man noch erzählen? Ja, was mich mal von euch interessieren würde, schaut ihr eigentlich mehr YouTube, mehr Streams? Oder ist es zweigeteilt? Weil ich bin mittlerweile mehr einer der, wo YouTube Videos guckt, weil dann kann ich zu der Zeit gucken, wo ich halt gerade Zeit habe. Twitch beziehungsweise Streams, geht auch YouTube und andere Plattformen bestimmt. Die haben halt für mich das Problem, ja, ich muss von 3 bis 6 streamen, der, oder ich sage jetzt mal, dumm gesagt, der streamt jetzt von 1 bis 4. Das ist sehr schön, wenn man gerade dann in der Arbeit ist. Und wenn man halt zum Beispiel dann Musik mitlaufen lässt, was sehr viele machen, dann hört man halt sozusagen videotechnisch gar nichts. Oder es sind am besten gleich Musikkanäle, dann hört man sowieso nichts. Und die meisten machen es halt nicht doppelt, dass sie halt sagen, okay, ich nehme jetzt auf und nehme es jetzt sozusagen einmal mit Musik auf, also im Stream, dass die Musik sozusagen nur im Stream zu hören ist. Und die anderen hören die Musik nicht. Und dann kann ich das Video auch bei YouTube hochladen. Also das ist so eine Sache, wo ich gerne wollen würde, wenn ich wieder Streaming anfangen sollte. Na, hervorragend. Drake hat's geschafft. 3 Jahre später, aber wir sind durch. Mann. Ja. Aber wenn man Fehler macht, muss man es wieder im Ganze machen. So. Ah, okay. Ah, er hat mir eigentlich gesagt, er hat noch Wasser drin. Sehr schön. So, habe ich jetzt noch 2 Gunpowder oder nicht mehr? Vor lauter Freude. Ja, ich habe noch einen, aber ich habe noch 2. Das war jetzt ein Wort, hä? Ich habe 1, 2, 7. Ja, aber ich brauche nur 5 und dadurch, dass man 3 kriegt aus einem. So, dann baut jetzt wieder Lava auf. Und läuft jetzt da was raus oder nicht? Genau, da läuft nämlich jetzt nichts raus. Aber ja, ich teste das jetzt. Gewaltig nicht. Kein Bock, nochmal einen Eimer zu machen, nochmal einen Kasper Hauser, weil man doof ist.
So, wir sind schon bei 780. Das Schlimme ist, das Ding muss dann sowieso nochmal umziehen. Beziehungsweise alles andere muss umziehen. So, also Lavahammer. So. Genau, das ist nämlich dieser Sicherheitsapparat. Okay, so. Dann heißt es jetzt aber für mich, ich habe momentan ja keinen Eimer mehr. Haha. Mal wieder. Das heißt, ich muss mir jetzt schnell nochmal einen Eimer bauen und nochmal den durchbrennen. Weil ich habe natürlich an eine Sache nicht gedacht gerade. Ist total wieder ich. Wenn ich jetzt natürlich hier Stein habe. Und ich mal benutze den Rain Miner. Dann ist sehr viel Stein weg. Nämlich alle. Das ist nicht Sinn und Zweck. So, ich möchte hier auf jeden Fall. Dann kommst du dahin. Dann kommst du weg. Kommst du dahin. So, wenn der Eimer fertig ist. Danke. Dann kommt der nämlich auch weg. Einen Vorteil hat's. Ich kann meine Plattform ausbauen. Brauche aber nochmal. Bisschen Fackeln. Weil ich muss diese Quelle jetzt gleich woanders hinschieben. Schiebe ich jetzt dann da hinten hin. Kommst jetzt sozusagen als hinter meine Tische. Ist das mir egal. Und dann können wir mit dem Wainminer das wegmachen. So. Da muss es runterfließen, das heißt, du kommst weg. Aber da darfst nicht hin. Halt. Das heißt, du musst auch weg. Und da muss jetzt Holz hin. Okay, der Stein ist verschollen. Ah, der ist da. Okay. So, nun ist das jetzt eigentlich einfach. Das heißt jetzt... Ah, vor allem für mich einfach. So, da kommt auch Holz hin. Und hier. Und hier. Kommt das hin? So. Da brauche ich jetzt auch kein Feuer mehr. Macht ja auch keinen Sinn. So, da kommt da jetzt Holz hin. Brauche nämlich nur ein. Holz hin. Holz hin. Bleibst du. Weil ich da abschlagen muss. Da oder da. Ist egal. Wobei, da kann ich es auch noch machen. Mal wieder Stein verschollen.
Egal. So, dann heißt es jetzt für mich, da muss ich runter. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier noch Steine abbauen. Genau, also Stein geht runter. Da muss ich runter. Ah, da war der andere Stein. So. Haben wir das auch? Da kann ich Stein lassen. Darf nur nicht verbunden sein, glaube ich. So. Genau. Das passt. Das passt. Das heißt, da kommt jetzt dann das Wasser drauf. Fließt da rein. Da kommt jetzt dann hier das Holz hin. So. Bitte lass jetzt keinen Scheiß passieren. Danke. So, dann heißt es jetzt für mich hier, das muss auch raus. Das ist das, was runter muss. Das ist das, was weg muss. Da kommt da das hin. Da kommt jetzt, da ist Wasser rein und fließt runter. Genau, da kommt das weg. Weiter kommt es dann das Holz hin. Das verbindet. Genau. Haben wir das auch. So, das wäre jetzt dann, das wäre der erste. Den haben wir nicht. Dahin. Haben wir den zweiten. Genau, da kommst du dahin. Da kommst du weg. Kommst du dahin. Voll noch Holz. So, du kommst hin, du kommst voll hin. So, du kommst dann. Genau, du bist es dann die drei. So, und dann gehst jetzt du nach unten. Dann gehst jetzt du nach unten, dann gehst jetzt du nach unten. So, wir probieren's. Der geht. Der geht auch. Der muss noch weg. Okay, dann gehen wir hier hin. Der passt. Und der passt auch. So, ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler gemacht habe. So, wen meiner? Genau, und ich habe natürlich einen Fehler gemacht, weil der Vein Miner doch noch irgendwo verknüpft war. Danke fürs Gespräch. Schreckt mich nicht. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das mache. Da brennt gleich mal das Holz. Hervorragend. Hab ich super hingekriegt.
Du gehst auch aus. So. Es geht halt momentan noch nicht an. Ich brauche eine Schlüssel. So. Dann haben wir das. Dann habe ich jetzt schon mal das weg. Das ist auch in Ordnung. Das ist das, was nicht in Ordnung ist. Verdammt. Okay. Okay. Mann, Mann, Mann. So, da passiert jetzt nichts, da passiert jetzt auch nichts, da passiert auch nichts. Da brennt mir gleich wieder die Bude weg. Wenn ich dich jetzt weghau. Ach so, ja, Gott sei Dank. Stell mir gerade vor, ich hätte eine bessere Picke. Gottes Willen. Okay, also das heißt, dann kommt da noch Holz hin und da noch Holz hin. Dann müsste das jetzt eigentlich wieder alles passen. Wie jetzt nochmal? Jawohl. Hat geklappt. Und ich habe keinen Boden mehr weggerissen. Problem ist jetzt nur halt, die Lava tropft halt momentan runter. Weil ich jetzt halt, da keinen Stein hingelegt habe. So, 56 Steine habe ich mittlerweile wieder. Oder durch das... durch den Fail noch. Problem ist jetzt nur, wenn ich jetzt halt mit dem Eimer das wieder auffange, ist mein Eimer wieder weg und ich, wenn ich Wasser brauche, ja, schaue ich dumm. So, da sehe ich jetzt aber gerade, hier fehlt mir auf jeden Fall noch Stein. Da auch. Weil auf das Holz kann ich mal jetzt verzichten. So, dann heißt es jetzt für mich, hier kommt das hin. Dann kann ich auch auf dieses Holz verzichten. So, und dann habe ich, glaube ich, die Lava abgedreht. Dafür brennt jetzt mir meine Bude ab. Hurra! Aber ich habe Steine. Und die habe ich jetzt offiziell über den Cobblestone-Generator gemacht. Dann geht der mal da weg. Und sein neuer Freund kommt dazu. Geh du mal dahin. Danke. So. Charcoal umswitchen. 64 Stück. Dankeschön.
müsste jetzt eigentlich Stein brennen, damit mir das nicht mehr passiert. Wisst ihr was? 8 Stück lasse ich jetzt mal brennen. Und dann werden immer mehr die durch Steine ersetzt, die abgefackelt sind. So. Dann dürfte da nichts passieren. So, das heißt jetzt, hier kommt Holz hin, hier kommt Stein hin. Hier kommt auch jetzt erstmal wieder Holz hin. Stein hin. Und schon wieder war aber irgendwas verknüpft, wo Kabels dabei war. Ich kriege die Tür nicht zu. Okay. Ja, bestimmt da. Weil ich die miteinander verknüpft gehabt habe. Klar. Die Mitte. Ja, ja. Irgendwann lernt das. So, perfekt. Also, machen wir hier wieder dicht. Alter, mich jetzt beinahe runtergeschossen. Aber ich sehe schon, unten hat sich schon ein bisschen Kabel gebildet. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich glaube, ich weiß dann, wo ich dann erstmal meinen Runtergang baue. Aber da muss ich erstmal genügend Lava und Gedöns und sonst was haben. So, Steine. Das heißt, ich kann das da mal nachziehen. Hörst du auf zu brennen? Ja. Ich werde jetzt das Ding sozusagen mal fachgerecht mit Stein bauen. Das heißt, ich werde das ein bisschen durchjagen lassen. Mein Fail hier ausbessern. Und dann sehen wir uns wieder in aller Frische. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.